Vielen Dank, Frau Eisenhardt. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Kollegin Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Digitale Lehre wurde von heute auf morgen das wichtigste Instrument an hessischen oder an allen Hochschulen. Die Pandemie forderte, auf digitale Formate in kürzester Zeit umzusatteln. Natürlich gab es schon einige Angebote, das wissen wir alle, aber nicht so ausgestaltet, um die komplette Lehre nun digital organisieren zu können. Und wenn ich mir so angehört habe, was Herr Steinrath gesagt hat, dann war das ein Bild, das alles wunderbar läuft. Also wir hören von Serverüberlastung, von Datenschutzproblemen, von digitalen Formaten, in denen es zu Engpässen wegen Netzanbindung kommt, um nur mal ein paar Schlagworte hier zu nennen. Also das ist schon ein anderes Bild, was Sie da gezeichnet haben. Interessant ist die Studie aus 2016 vom HIS-Institut für Hochschulentwicklung, die sich mit der Organisation digitaler Lehre in deutschen Hochschulen beschäftigt. Da sieht man, dass es eben Projekte gibt, aber keine strukturelle Entwicklung, geschweige denn eine flächendeckende Ausrollung. Und das gleicht eben eher einem Fleckenteppich. Und andere Länder, die haben eine Taskforce für digitale Lehre eingerichtet. Das wäre doch eine gute Idee, auch in Hessen, um die digitale Lehre noch umfassender voranzutreiben, meine Damen und Herren. Was braucht es für digitale Lehre? Technik, Didaktik, aber auch Zugänge, und zwar für alle Beteiligten, für die Lehrenden, für die Forschenden, für die Studierenden. Und beim Aspekt Punkt 2, da fehlt mir so ein bisschen die Unterstützung der Lehrenden bei der didaktischen Gestaltung der digitalen Lehre, auch wenn Sie das im Nebensatz bei Nummer 5 erwähnen. Hochschulbeschäftigte müssen entsprechend unterstützt und qualifiziert werden. Sie benötigen Zeit und Ressourcen, um die zusätzlichen Herausforderungen einfach zu bewältigen zu können. Und hier braucht es dann auch Hard- und Software, in die investiert werden muss. Ich weiß von Dozenten, mit denen ich Kontakt habe, dass sie ihre eigenen Endgeräte verwenden, da die Lehre vorbereiten und dann auch digital flexibel ermöglicht haben. Deswegen an dieser Stelle auch noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Hochschulen und an die Lehrenden, die eben das digitale Semester mit Hochdruck auf die Beine gestellt haben, meine Damen und Herren. Aber eigentlich braucht es nicht dieses, sondern es braucht eine strategische Hochschulentwicklung, auch in diesem Bereich. Nicht nur eine strategische Hochschulentwicklung an den einzelnen Hochschulen, sondern Kooperation, damit nicht alles neu erfunden werden muss und Synergiepotenzial noch besser ausgeschöpft werden kann. Das ist wichtig. Deswegen ist für mich die Frage total spannend, wie ist es derzeit mit der Interoperabilität bestellt? Das ist nämlich noch nicht der Fall. Und wenn wir auch ganz ehrlich sind, viele Hochschulen und viele Lehrende waren nicht auf digitale Lehre eingestellt, auf digitale Lehrformate oder digitale Didaktik. Das ist so. Und digitale Lehre, das gehört auch zur Wahrheit, das ist kein Selbstläufer. Und die ist aufwendig und sie ist vor allen Dingen teuer, meine Damen und Herren. In einer 2017 durchgeführten Erhebung zur Nutzung und dem Nutzen digitalen Lernens in Schule, Ausbildung, Hochschule und Weiterbildung gaben 38% der befragten Lehrenden an, dass es an didaktischer Beratung zur digitalen Lehre der Hochschule fehle. Also hier gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf. Auch die Formate sind ganz unterschiedlich. Es gibt nichts Einheitliches. Studierende haben sich bei mir beispielsweise beschwert, dass alte Videos aus den letzten Seminaren aktuell gezeigt werden, damit überhaupt was stattfindet. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Das zeigt aber noch einmal deutlich, dass es hier eine große Herausforderung ist, die mit organisatorischen, personellen und finanziellen Voraussetzungen zur Durchführung einfach mit Unterstützung auch zusammenhängt. Da könnte der Digitalpakt einiges draufsetzen. Herr Dr. Büger hat ja schon Entsprechendes zur Finanzierung gesagt. Und man hat ja eben schon von den Regierungskoalitionspartnern gehört, dass da noch etwas draufgesattelt wird oder zusammengeführt wird. Ich bin mir aber nicht sicher, und ich kann es Ihnen auch nicht quantifizieren, ob Sie mit diesen zusätzlichen Geldern die genannten Herausforderungen tatsächlich stemmen können. Ich bin mir da wirklich eher unsicher, weil
ja, das, was Sie alles so gesagt haben, was an Projekten ist, schöpft das Geld wahrscheinlich relativ schnell aus, meine Damen und Herren. Digitale Hochschulbildung und Forschung eröffnen neue Chancen, birgen aber auch Risiken für Hochschulen, Studierenden und Beschäftigten. Der Zugang zum Studium und Lehre kann einerseits erleichtert werden, aber ich habe ein bisschen Angst vor Ausgrenzungsmechanismen, denn bei näherem Hinsehen besitzen nämlich nur wenige Studierende und Beschäftigte die technische Expertise bzw. die Kompetenz, die Inhalte der Angebote optimal zu nutzen. Es gab eine Erhebung von Persicke und Friedrich Lernen mit digitalen Medien aus Studienperspektive aus 2016. Die stellt fest, dass Studierende bei der Nutzung digitaler Medien zum Großteil sehr konservativ sind und dass die private Nutzung digitaler Medien sich nicht übersetzen lässt in den Hochschulalltag. Das heißt, die Annahme, dass heutige Studierende generell digital affin studieren, ist nicht stimmig, meine Damen und Herren. Und außerdem hat nicht jeder den Zugang. Vielfach sind Smartphones der einzige Zugang mit limitierten Datenvolumen vorhanden, die aber für einen Online-Hochschulkurs sicherlich nicht das optimalste Instrument sind. Und nicht jeder hat einen Laptop, nicht jeder hat ein Tablet. Viele haben keinen Arbeitsplatz, keinen Schreibtisch in dem WG-Zimmer. Und durch die Schließung oder begrenzten Zugänge zu Bibliothek verlieren halt viele auch ihren Internet- und Arbeitsplatz. Hier braucht es unbedingt die Schaffung von Möglichkeiten, von Lernorten. Denn, wie ich eben bereits erwähnt habe, grenzen wir sonst Studierende aus, die sich das nicht leisten können, in Soft- und Hardware zu investieren, meine Damen und Herren. Und ich möchte noch einmal an eine andere Zielgruppe erinnern. Studierende mit Kindern oder pflegenden Angehörigen oder eben in finanziellen Notlagen haben oft nicht die zeitlichen und emotionalen Ressourcen, sich auf digitale Angebote einzulassen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Studierende übrigens sehen digitale Lerninfrastrukturen auch nicht als längerfristiges Substitut zur Präsenzlehre an. Sie sehen digitale Medien sowie auch die Dozenten als Unterstützungsleistung oder Ergänzung, denn Präsenzlehre ist eher an bestimmte Emotionen, an Begegnungen, an ein Miteinander gekoppelt, die für den Lernerfolg eine wichtige Rolle spielen. Die persönliche und der regelmäßige Austausch mit Kommilitonen und Lehrenden, mit Tutoren, ist den Studierenden sehr wichtig. Und hier gibt es auch Studien von Borgward. Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, die wünschen sich wieder mehr Präsenzveranstaltungen. Sie sind nämlich seit Februar eben im digitalen Modus. Und das hätten sie gerne geändert, meine Damen und Herren. Ich möchte deutlich festhalten, digitale Medien bzw. Online-Angebote können nicht alle Studierenden erreichen. Ich habe eben schon etwas zum reziproken Verhältnis von Lehrenden und Lernenden gesagt. Und da gibt es einen Wissenschaftler, Türke heißt der, es gebe keine Alternative zur klassischen pädagogischen Jetztzeit, denn in einer Lerngruppe durchdringe man Inhalte gemeinsam mit gemeinsamer Aufmerksamkeit, mit interaktivem Austausch. Und hier wird auch noch einmal ganz deutlich, wie wichtig die Betreuungsrelationen in Hessen sind, meine Damen und Herren. Und da wissen wir, dass Hessen Schlusslicht ist. Das müssen wir ändern. Ich bin sehr dafür, dass digitale Lernangebote außerhalb der Corona-bedingten Notlage lediglich als Add-ons zur Präsenzlehre angeboten werden und dass sie eben nicht Face-to-Face-Veranstaltungen verdrängen. Das kommt auch dem nahe, was die Studierenden und die Lehrenden sagen. Vielleicht könnte Frau Ministerin Dorn auch noch einmal etwas dazu sagen, wie die Öffnung geplant ist, weil das wünschen sich die Menschen. Ich möchte aber noch einmal ein paar Schlüsselbegriffe in den Raum werfen: Lizenzen, Datenschutzrecht, Persönlichkeitsmarkenrecht, Internet, Medienrecht. All diese Themen sind wichtig, damit man im gesicherten Raum agieren kann. Das ist aber derzeit eben noch spärlich aufgebaut. Da brauchen die Hochschulen bessere Unterstützung vom Land. Denn wie sollen sie das alles zusätzlich finanzieren und organisieren? Da braucht es eben personelle, finanzielle und sächliche Kapazitäten, meine Damen und Herren.
Digitalisierung, das möchte ich betonen, muss ausgehend sein von den Lehrenden, Lernenden und Beschäftigten. Es müssen alle teilhaben können an den digitalen Angeboten. Es muss eine Barrierefreiheit des digitalen Medieneinsatzes geben. Und es muss vor allen Dingen die didaktische, methodische und technische Ebene mitgedacht werden. Und hier braucht es leistungsfähige lokale Supportstrukturen. Die Entwicklung digitaler Lehrangebote braucht Zeit und Geld und kann die Präsenzlehre nicht ersetzen. Das ist das Fazit. Die digitale Lehre braucht Unterstützung. Da kann das Land noch besser tätig werden. Und ich glaube, gerade die Corona-Pandemie hat durch das Jetzt aufs Gleich gezeigt, welche Probleme es gibt. Und in der Rückschau wird sicherlich ermöglicht, passgenau und praktikable Lösungen mit allen Statusgruppen zu eruieren und dann auch weiterentwickeln zu können. Einen solchen Weg wünsche ich mir von der Landesregierung, Best Practice zu filtern, Synergiepotenziale zu heben und Unterstützungsbedarf zu erkennen und dann das auch bedarfsgerecht auszufinanzieren. Ich fasse zusammen, wirkungsvolle Hebel für die Digitalisierung sind die Unterstützung und Beratung der Lernenden, die Infrastruktur, digitale Lernorte, technische Ausstattung, Kooperation und insgesamt verbesserte Rahmenbedingungen. Und schließlich geht das nur mit einer guten Finanzierung. Und dennoch, digitale Lehre sollte und wird Präsenzlehre nicht verdrängen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Nächste Rednerin ist die Kollegin Wissler, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Digitale Lehre an Hochschulen ist kein Thema, das jetzt erst in der Corona-Pandemie aufgekommen ist. Die Hochschulen haben ja längst vielfältige digitale Angebote geschaffen, die sowohl von Studierenden als auch natürlich auch von den Lehrenden genutzt werden. Aber natürlich ist die Notwendigkeit durch die Corona-Krise eine andere geworden und auch die Dringlichkeit. Aber das will ich schon vorweg sagen, wir haben es jetzt nicht mit vollkommen unvorbereiteten Hochschulen zu tun. Ich finde, die FDP stellt das hier so ein bisschen dar, als hätte Hochschullehre in Hessen jetzt nur noch mit nur an der Kreidetafel stattgefunden vor Corona. Ganz so ist es auch nicht. Und ich finde es auch nicht ganz fair, das den Hochschulen gegenüber, also das jetzt so darzustellen. Wir haben ja schon vor 2 Jahren im Ausschuss lange und breit über E-Learning gesprochen und über digitale Angebote und ja schon festgestellt, dass es bei aller Uneinheitlichkeit da schon ein breites Angebot gibt und die Hochschulen auch vor der Corona-Krise einiges gemacht haben, um sich hier drauf einzustellen, meine Damen und Herren. Und natürlich gibt es dabei aber Probleme. Es gibt Probleme bei der praktischen Umsetzung, es gibt Probleme bei der Ausstattung, es gibt rechtliche Probleme. Und auch hier zeigt sich natürlich die chronische Unterfinanzierung der Hochschulen, weil natürlich auch digitale Lehre Geld braucht und Ausstattung braucht. Und diese Probleme haben wir hier natürlich. Dass digitale Angebote jetzt einen besonderen Stellenwert erhalten, das trifft ja nicht nur die Hochschulen, das trifft die Arbeitswelt, es trifft die Schulen, gerade die, die sind ja sehr viel schlechter auf diese Form der Lehrangeboten vorbereitet gewesen, als es die Hochschulen sind. Und den Hochschulen wurde ja bereits Anfang Mai freigestellt, ob sie Präsenzlehre oder digitale Angebote anbieten wollen. Und diese Entscheidung, letztere vorzuziehen, also zu sagen, wir machen ein digitales Semester, das kam von den Hochschulen, weil es einfach wesentlich einfacher war, Online-Veranstaltungen zu schaffen, als die Hygienemaßnahmen in der Form umzusetzen. Und deswegen haben wir das Digitalsemester jetzt seit ungefähr 10 Wochen. Nur, das war jetzt keine Entscheidung der Hochschulen, wir schaffen die Präsenzlehre ab, sondern es war eine Entscheidung, die der Pandemie geschuldet war, anders als die AfD das darstellt, und die aus der Not heraus getroffen wurde. Und ich finde, was da Lehrende auch geleistet haben und Studierende geleistet haben, in den letzten Wochen und Monaten, um dieses Semester trotzdem weiterzuführen, das ist schon beachtenswert. Und deshalb finde ich, man muss es auch überhaupt nicht gegeneinander diskutieren, die Frage Präsenzlehre und Digitalisierung der Hochschulen und digitale Lehre, sondern die Digitalisierung kann ja einen möglichen Beitrag leisten zu mehr Bildungsgerechtigkeit.
Weil wer z.B. Familien- und Betreuungsaufgaben wahrnimmt oder durch Nebenbeschäftigung zeitlichen Einschränkungen unterliegt, und wir wissen ja, dass 2/3 aller Studierenden neben dem Studium arbeiten, der kann durch digitale Angebote an Lehre partizipieren und wird nicht so schnell abgehängt, weil er eben einfach diese zeitlichen Einschränkungen nicht hat. Die Unterstützung durch digitale Medien ermöglicht beispielsweise auch sehr eingeschränkten Studenten, textbasierte Studiengänge absolvieren zu können. Das heißt also, gerade digitale Angebote müssen auch barrierefreie Angebote sein, die es Menschen ermöglicht, das Studium zu absolvieren, für die das vorher zumindest sehr, sehr schwierig war, weil sie eben eine Behinderung oder eine Form der Einschränkung haben. Für all das kann die Digitalisierung eine echte Chance sein, und unter der Aspekt müssen wir es auch diskutieren, wie kann Digitalisierung dazu führen an den Hochschulen und dazu genutzt werden, dass es einen besseren Zugang zur Bildung gibt, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, einen hohen Bildungsabschluss zu erreichen und wie man eben Chancengleichheit dann auch umsetzen kann. Keinesfalls darf Digitalisierung als Potenzial genutzt werden, um weitere Einsparungen durchzusetzen. Und das beobachten wir ja in vielen Bereichen, dass man glaubt, Digitalisierung könne dazu dienen, dass man irgendwo dort weniger Personal oder dort weniger Personal und dass man Dinge irgendwie effizienter und effektiver machen kann mit weniger Ressourceneinsatz. Dafür dürfen wir Digitalisierung an Hochschulen natürlich nicht, so darf man es natürlich nicht verstehen. Wir haben, darauf ist hingewiesen worden, jetzt schon eine der schlechtesten Betreuungsrelationen an den hessischen Hochschulen, auch im bundesweiten Vergleich. Wir wollen nicht, dass jetzt massenhaft Online-Veranstaltungen stattfinden, ja, wo man dann sagen kann, man kann den Personaleinsatz weiter reduzieren, sondern Online-Angebote müssen auch immer didaktisch klug konzipiert werden. Es ersetzt Präsenzlehre nicht, und es ist eben kein Einsparpotenzial, sondern es muss eine sinnvolle Ergänzung sein, da, wo es eben sinnvoll und notwendig ist. Ja, und wir müssen sehen, dass wir natürlich Probleme sich gezeigt haben in den letzten Wochen und Monaten, ganz praktische Probleme wie Serverüberlastung. Aber natürlich stellen sich auch, und das haben wir im Ausschuss mehrfach diskutiert, auch rechtliche Fragen wie zum Urheberrecht, zu Lizenzen, die Frage des Datenschutzes. All das sind ja neue Fragen, wo die Hochschulen auch eine Unterstützung brauchen. Die Frage, wie Klausuren jetzt in dieser Corona-Zeit geschrieben werden sollen, das haben wir gestern schon diskutiert, was mit studienrelevanten Praktika geschieht, wie praktische Forschung betrieben werden kann, die eben digital nicht umzusetzen ist. Und dabei brauchen die Hochschulen Rechtssicherheit, dabei müssen sie unterstützt werden. Vor allem muss aber sichergestellt werden, dass alle Studierenden einen einfachen und gleichen Zugang zu den Lehrangeboten haben. Und das bedeutet ganz praktisch, dass alle Studierenden einen Internetzugang brauchen, dass sie schnelles Internet brauchen und auch ein entsprechendes Endgerät, meine Damen und Herren. Und natürlich nicht nur die Studierenden, auch die Lehrenden. Aber zu dem Punkt hat der FDP-Antrag jetzt leider nichts gesagt. Sie sagen, mobile Endgeräte ausleihen. Aber der Punkt, das ist, ja, die meisten Studierenden haben ein mobiles Endgerät. Ja, aber es gibt eben auch Studierende, die eben nicht mit den neuesten Endgeräten und schnell im Internet ausgestattet sind, die sich nicht mal eben leisten können, ein neues Notebook zu kaufen oder das alte entsprechend aufzurüsten, weil sie vielleicht irgendeine Software brauchen für irgendwelche Online-Veranstaltungen, die sich auf alten Geräten nicht installieren lassen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt eine ganze Menge Studierende, die noch zu Hause bei ihren Eltern wohnen, weil die Mietpreise in Städten wie Frankfurt ziemlich teuer sind, die also zu Hause bei ihren Eltern wohnen. Und es gibt nicht in jeder Familie, das haben wir auch beim Homeschooling gemerkt, es gibt nicht in jeder Familie 3 leistungsstarke Computer, sondern es ist eben dann oft so, dass die Arbeit eher im Schichtbetrieb abläuft und dann die Bedingungen eben nicht so gut sind. Also von daher müssen wir auch hier sicherstellen, dass gerade die Studierenden, die auf BAföG angewiesen sind, die sowieso schon in existenziellen Schwierigkeiten oftmals sind und kaum über die Runden kommen, dass denen auch mobile Endgeräte zur Not gestellt werden, damit jeder teilhaben kann an digitaler Lehre, meine Damen und Herren. Und natürlich, selbstverständlich, brauchen Studierendenwohnheime, Hörsäle, Seminarräume, Bibliotheken brauchen leistungsfähiges Internet. Und das müssen wir sicherstellen. Ich finde es richtig, dass die Hochschulen die Studierenden entlastet haben, weil jeder 4. Studierende durch die Pandemie in Existenzsorgen geraten ist. Viele haben ihren Job verloren, aber andere waren eben auch gezwungen, ihre Kinder selber zu betreuen, weil es keine Betreuungsangebote gibt. Und deswegen finde ich es richtig, dass auch auf digitale Lehre umgestellt wurde und auch Anwesenheitspflichten dann abgeschafft wurden. Und da muss ich schon sagen, also wenn ihr ausgerechnet die AfD kritisiert, dass durch die Corona-Krise
Anwesenheitspflichten abgeschafft wurden. Dann würde ich sagen, also, Herr PGF, wenn Sie mal was für Anwesenheitspflichten machen sollen, dann sorgen Sie mal dafür, dass Ihre Fraktion anwesend ist und nicht bei namentlichen Abstimmungen schwänzt. Also, wenn Sie der Meinung sind, dass Präsenz ganz wichtig ist für den Erkenntnisgewinn, weiß jetzt nicht, ob es in dem Fall was nutzt, ja? Aber bei den eigenen Leuten anfangen und nicht die namentlichen Abstimmungen schwänzen. So, und deswegen, Ihre Ausführungen zur Elite hat ja wieder deutlich gezeigt, was Ihr Weltbild ist. Und dass das mit der Lehre von Humboldt gar nichts zu tun hat, habe ich ja schon beim letzten Mal erklärt. So viel nur zur AfD. Aber zu kritisieren, dass Studierende in einer so schwierigen Situation wie in den letzten Wochen, dass denen die Anwesenheitspflichten erlassen wurden, ja, ich hoffe, dass diese Rede wirklich viele Studierende hören, die in den letzten Wochen und Monaten in existenziellen Schwierigkeiten waren und von der AfD hören, dass sie am besten noch exmatrikuliert wurden, werden sollen, weil sie nämlich nicht an den Seminaren teilnehmen konnten. Das ist einfach, zeigt einfach, dass sie überhaupt kein Verständnis haben und überhaupt, dass es ihnen überhaupt nicht darum geht, um die Studierenden und darum, wie die Situation dieser Menschen ist. Die brauchen nämlich finanzielle Unterstützung, die brauchen Unterstützung beim Zugang zu digitalen Lehre, und die brauchen jetzt ganz sicher keine Anwesenheitspflichten, die durchgesetzt werden, meine Damen und Herren. Und es war schon schwierig genug für viele Studierende, Job und Familie vor der Corona-Krise zu vereinbaren, und das hat diese Krise natürlich noch deutlich schwieriger gemacht. Um zum Schluss zu kommen, ich finde, wir müssen bei dem Thema Digitalisierung an den Hochschulen genau hinschauen. Ich finde die Forderung einer Evaluation des digitalen Sommersemesters für gerechtfertigt. Ich finde, wir werden vermutlich feststellen, dass unter dem Stichwort digitale Hochschule sich ein sehr breit gefächertes Angebot verbirgt, das von Fakultät zu Fakultät äußerst unterschiedlich gehandhabt wird, was ja auch in der Natur der Sache liegt. Aber das finden wir richtig. An und für sich finden wir vieles, was in dem FDP-Antrag steht, richtig. Weil ich denke, Konsens besteht ja auch darüber, dass die Mittel des Digitalpakts weder für die Schulen noch für die Hochschulen ausreichend ist. Ich denke, das ist kein Geheimnis. Ansonsten lassen wir uns Präsenzlehre nicht gegen digitale Lehre diskutieren. Beides ist notwendig, und die digitale Lehre ist eine sinnvolle Ergänzung zur Präsenzlehre, wenn sie unter didaktischen und unter Fragen, was hilft den Studierenden, was hilft den Lehrenden, diskutiert wird und eingesetzt wird und eben nicht als Potenzial für Einsparungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Dorn. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Als im März klar wurde, dass durch die Corona-Pandemie drastische Maßnahmen notwendig sind, dass der normale Lehrbetrieb an hessischen Hochschulen unmöglich wird, dann haben die Hochschulen eines bewiesen. Sie sind gut vorbereitet in diese Krise gegangen, und sie haben gezeigt, dass sie teilweise hervorragend ein sehr umfassendes Digitalangebot online digital zur Verfügung stellen konnten. Und ich möchte an dieser Stelle auch, wie vieles anderes hier auch getan haben, mich ganz herzlich bedanken. Denn hinter all dem steht eine Menge an Engagement, eine Menge an Arbeit. Und ich glaube, das kann sich wirklich bundesweit auch sehen lassen, was dort geleistet worden ist. Und das ist deswegen gelungen, weil wir eben nicht erst angefangen haben, über Digitalisierung nachzudenken, als die Corona-Pandemie kam, sondern weil es bereits einen fertigen Digitalpakt gab mit den Antworten auf die neuen Herausforderungen, die sich dann ganz schnell und direkt noch mehr gezeigt haben. Und überhaupt keine Frage, Corona war herausfordernd, ist herausfordernd. Natürlich gibt es auch Probleme, selbstverständlich. Aber dass doch alles in allem relativ geräuschlos ablief, das lag eben daran, dass zum einen wir schon in der letzten Legislaturperiode Vorbereitungen getroffen haben. Und da möchte ich mal nutzen, nachdem mein Vorgänger sozusagen mir gerade im Rücken als Präsident sitzt, einmal herzliche Dankeschön zu sagen. Denn tatsächlich dieses Projekt digital gestütztes Lehren und Lernen, was seit 2018 mit 10 Millionen Euro entsprechend unterstützt worden ist, und auch die Herangehensweise, nämlich in Kooperation, war ganz maßgeblich dafür, dass wir auch genau diese Arbeit aufsetzen konnten und diesen Digitalpakt auf den Weg bringen konnten. Insofern war das wegweisend und sehr zielführend in der Ausrichtung. Ja.
Und dass eben dann zu Corona-Pandemie genau der Digitalpakt fertig war, war ein großes Glück. Denn dieser Digitalpakt ist ja nicht nur ein fertiges Papier, sondern es ist vor allem ein strategischer und kooperativer Prozess der Hochschulen. Und zwar wirklich für alle Bereiche. Wir haben ja tiefgreifende Veränderungen mit der Digitalisierung im Bereich Lehre, im Bereich Forschung, im Bereich Verwaltung, bis hin zur Frage Infrastruktur. Und diesen gemeinsamen strategischen Prozess parallel zum Hochschulpakt erarbeitet zu haben, hat uns wirklich in dieser Krise enorm geholfen. Und ich möchte an dieser Stelle auch mich ganz herzlich bei der Digitalministerin bedanken, die vorhin noch hier oben saß. Denn tatsächlich die Kooperation zwischen HMWK und Digitalministerium in dieser Sache hat wunderbar geklappt. Und ich glaube, dass wir eine sehr wichtige Antwort damit miteinander erarbeitet haben. Wir stellen mit dem Digitalpakt, und ich bin wirklich glücklich, dass wir heute mal den Digitalpakt entsprechend auch im Plenum behandeln können, nachdem er Corona-bedingt sozusagen ja die Regierungserklärung ausgefallen ist. Herzlichen Dank für Ihren Setzpunkt. Denn tatsächlich stellen wir mit dem Digitalpakt die Weichen für eine erfolgreiche Digitalisierung an den Hochschulen. Unsere Hochschulen werden zukunftsfähiger werden, innovativer werden und auch demokratischer werden. Und ich möchte noch einmal, nachdem es jetzt mit mehreren Sichtweisen die zu geringe Summe benannt worden ist, bis 2024 erhalten die Hochschulen 112 Millionen € zusätzlich zu dem Hochschulpakt, der auch schon ein Rekordvolumen von 11,2 Milliarden € hat. Das sind wirklich eine Menge Mittel, die wir jetzt miteinander auf die Straßen bringen. So viel Investitionen in Digitalisierung gab es noch nie in den hessischen Hochschulen. Und insofern, ich lade Sie gerne ein, entsprechend bei unserem Sondervermögen entsprechend dann doch sich zu partizipieren. Da reden wir auch über die Frage von Corona-Pandemie und welche Mittel wir jetzt noch schnell auf die Bahn bringen müssen. Aber einen solchen umfassenden Digitalpakt für alle Bereiche gab es noch nie, und er ist beispielhaft. Und in diesem Digitalpakt geht es auch weit mehr als nur um neue Rechner. Es geht, wie ich schon gesagt habe, um tiefgreifende Veränderungen in allen Bereichen. Und wir glauben auch daran, dass das ganz wichtig ist. Denn wenn wir uns innovativ weiterentwickeln wollen, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, den wir im Rest des Hauses zur AfD hatten, selbstverständlich bleibt die Präsenzlehre immer erhalten. Das ist auch im Hochschulpakt miteinander fest klargezogen. Das ist der Ort, wo Präsenzlehre stattfindet. Aber die Digitalisierung wird ein wesentliches Element sein, um die Hochschulen innovativer zu gestalten, um sie weiterzuentwickeln, um sie leistungsstärker, wettbewerbsfähig zu halten und am Ende auch, um eine demokratische Antwort zu geben auf verschiedene Menschen mit verschiedenen Bildungsbiografien. Insofern denn die Ergänzung zur Präsenzlehre in der Digitalisierung ist wahnsinnig wichtig. Und Herr Kollege Grobe, Sie haben jetzt ein weiteres Mal, letztes Mal war es im Ausschuss, diesmal öffentlich, die Universitäten und die Hochschulen als Volkshochschulen diffamiert. Zum einen sind die Volkshochschulen in unserem Land von großer Qualität, und zum anderen empfinde ich es unerträglich, dass die exzellente Arbeit in unseren hessischen Hochschulen als Volkshochschulniveau hier disqualifiziert werden soll. Das ist wirklich unter jeder Schublade. Kommen wir zum Bereich digitale Lehrformate. Tatsächlich können wir es schaffen, mit den digitalen Lehrformaten auf unterschiedliche Bildungsbiografien, unterschiedliche Lebenssituationen. Denken Sie an Menschen mit Kindern, Menschen, die noch berufstätig sind. Die können sozusagen mit digitalen Lehrformaten, wenn es jetzt zum Beispiel eine Vorlesung auf Video ist, können Sie das sozusagen zu anderen Zeiten anschauen. Wir haben über interaktive Lehrformate die Möglichkeit, dass auf unterschiedliche Bildungsniveaus und Hintergründe sozusagen entsprechend angepasst reagiert werden kann. Bis hin zur Anpassung von Augmented Reality Laboren, wo man wirklich den Stoff noch einmal ganz anders vertiefen kann. Und ehrlicherweise bis hin zu Formaten, die wir uns alle selbst im Moment noch gar nicht vorstellen können. Das ist immer wieder ein großes Wunder für mich, das ist wahrscheinlich für alle hochschulpolitischen Sprecher und Sprecherinnen so, wie viele innovative Dinge da im Moment entsprechend erarbeitet werden. Frau Kollegin Wissler, Sie haben das Thema Barrierefreiheit angesprochen. Alle Projektanträge, die beim Digitalpakt eingereicht werden, da muss auch immer entsprechend dargestellt werden, wie Barrierefreiheit entsprechend realisiert wird. Also dies haben wir immer mitgedacht. Und insofern bin ich ganz überzeugt davon, dass dieser hessische Digitalpakt einen ganz wertvollen Beitrag leisten wird zur Frage besserem Lernen, weiterer Öffnung, Demokratisierung.
Und nicht zuletzt, Sie hatten die rechtlichen Aspekte angesprochen. Die sind tatsächlich wahnsinnig wichtig. Sie wissen aber auch, wir reden hier über Bundesgesetze und über das Urheberrecht. Wir zum Beispiel empfinden es schon als schwierig, dass diese Beschränkung auf 15% des veröffentlichten Werks, dass die Frage Vervielfältigung und Weiterreichung, insbesondere in der Corona-Pandemie, merken wir, dass wir da wirklich in Schwierigkeiten kommen. Insofern, die Kritik verstehe ich, nur die Adressatin würde ich bitte noch einmal konkretisieren, weil tatsächlich ist das erst einmal ein Bundesthema. Der nächste Bereich Forschung. Auch hier glaube ich, dass wir mit dem Digitalpakt, ich bin überzeugt davon, dass wir mit dem Digitalpakt einen wesentlichen Beitrag zur Demokratisierung der Wissenschaft leisten, denn über Open Access, über Open Science werden wir dazu beitragen, dass Ergebnisse, wissenschaftliche Ergebnisse schnell und gut aufbereitet zugänglich sind, dass wissenschaftliche Innovationen damit beschleunigt werden, weil das Wissen so schnell abrufbar ist und nicht zuletzt auch in die Gesellschaft transferiert werden kann. Und insofern finde ich auch ganz wichtig im Digitalpakt, dass auf diesen Aspekt einen großen Wert gelegt worden ist, bis hin zur Frage der zukunftsfähigen Hochschulverwaltung. Ein Studierender, der heute studiert, der möchte sozusagen in seinem eine Hochschul-IT haben, die den gleichen Komfort hat wie in seinem privaten Umfeld, wie er später bei seinem Arbeitgeber hat. Insofern brauchen wir da entsprechend miteinander einen Schwung, den wir vereinbart haben. Und nicht zuletzt der Hackerangriff, der wurde noch gar nicht hier genannt, in Gießen zeigt, dass wir für die Frage IT-Sicherheit, dass es sehr wichtig ist, dass wir hier zusammenarbeiten. Auch das hat einen wichtigen Stellenwert im Digitalpakt. Und Herr Kollege Büger, was ich leider wahrnehmen musste, dass Sie einmal wieder als FDP die Frage Digitalisierung und Klimaschutz gegeneinander ausspielen. Ich finde die Gleichung vollkommen falsch. Es braucht nicht Digitalmanager statt Klimaschutzmanager. Es braucht einfach beides. Wir brauchen Digitalisierung, wir brauchen Klimaschutz, und genauso gehen wir es auch an in der Landesregierung. Und es gibt in jedem Präsidium einen Vizepräsidenten, eine Vizepräsidentin, die entsprechend auch für IT zuständig ist. Das wissen Sie. Sie haben wahrscheinlich auch gelesen, dass wir im Hochschulpakt entsprechend ein CIO installieren wollen in jeder Hochschule, weil die Governance-Struktur, Kollegin Eisen hat es angesprochen, ein ganz wichtiger Aspekt im Hochschulpakt ist. Insofern, Nachhaltigkeit spielt im Hochschulpakt eine wichtige Rolle, Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle. Wir sehen das gemeinsam, denn das sind die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und natürlich brauchen wir die Hochschulen, um genau an diesen Herausforderungen erfolgreich zu arbeiten. Die Frau Kollegin Sommer hat gefragt, warum wir denn keine Taskforce bilden. Frau Kollegin Sommer, weil wir etwas viel Besseres gebildet haben. Davon bin ich wirklich überzeugt. Wir haben nämlich den Koordinierungsausschuss. Ich habe vorhin deutlich gemacht, dass diese Kooperation zwischen den Hochschulen schon länger existiert. Das ist aus meiner Sicht vorbildlich für die Frage, wie kann man, Sie hatten Stichpunkte genannt, was Sie sich wünschen würden, Best Practice, nach Bedarf, passgenau. Ich habe nicht alle mitgeschrieben, aber die drei habe ich mir entsprechend notiert. Genau diesen Zweck, da bin ich vollkommen bei Ihnen in den Zielen. Genau diesen Zweck verfolgen wir mit dem Koordinierungsausschuss. Denn was machen wir besonders? In diesem Koordinierungsausschuss sitzen HMWK, Digitalministerium und die Hochschulen. Und da werden entsprechend die Projekte miteinander besprochen. Es werden Federführungen für einzelne Bereiche festgelegt, sodass Lösungen für andere Hochschulen mitentwickelt werden. Da wird sich über Best Practice ausgetauscht, bis hin zur Frage der Verteilung der Mittel, wo miteinander sozusagen Vorschläge an die Ministerin am Ende ausgearbeitet werden. Und diese Partizipation und dieses Netzwerk zu stärken, das ist der Sinn des Koordinierungsausschusses. Aus meiner Sicht weit besser als jede Taskforce, die von oben sagen würde, so kann es gehen. Denn dieser Prozess, dieser tiefgreifende Prozess der Digitalisierung ist einer, der lebt in den Hochschulen und der kann nur dann gut funktionieren, wenn man miteinander denkt, wenn man Best Practice lebt und das passiert. Und da bin ich sehr glücklich, dass wir genau diesen Koordinierungsausschuss haben. Ich habe gesagt, der Digitalpakt ist bundesweit einzigartig. Ich weiß, dass Sie das meistens für Floskeln halten. Vielleicht glauben Sie aber dem Handelsblatt. Das Handelsblatt hat einen Artikel vom 12. Mai über die Corona-Pandemie an Hochschulen geschrieben. Und darin heißt es, ich zitiere, das mit Abstand größte Sonderprogramm schob die schwarz-grüne Koalition in Hessen an. Dort schnürten die Wissenschaftsministerin und die Digitalministerin ein Paket von 112 Millionen Euro bis 2024. NRW machte 20 Millionen Soforthilfe locker, Berlin 10, Niedersachsen immerhin 8. Doch es gibt eine Reihe von Ländern, in denen bisher nichts passiert ist. Also insofern können wir mit Fug und Recht sagen, Hessen ist hier einzigartig. Das ist auch richtig so, denn das ist die Zukunft.
Noch kurz zu dem Thema Corona-Mehrbedarfe. Wir haben uns miteinander im Rahmen dieses Digitalpakts entschieden, zunächst im ersten Schritt 3 Millionen € für diesen besonderen Bedarf wirksam zu machen. Da ging es um Streaming-Kapazitäten, um Ausbau für videobasierte Lehrveranstaltungen, über einen Notfonds für studentisches Arbeitsmaterial im begrenzten Umfang. Das ist der erste Schritt gewesen. 8 Millionen € stehen insgesamt 2020 zur Verfügung. Über das Sondervermögen habe ich bereits gesprochen. Insofern sehen Sie, wir bewältigen diese Herausforderung gemeinsam. Wir werden auch gemeinsam, und das finde ich auch sehr richtig in Ihrem Antrag, dass wir natürlich Schlussfolgerungen ziehen müssen aus dieser Pandemiezeit für die Frage, wie wir die Digitalisierung insgesamt weiter voranschreiten. Was wir schon sagen können, Frau Kollegin Sommer hat es sich gewünscht, da schon etwas genauer zu werden für das kommende Wintersemester. Was wir definitiv schon sagen können, dass wir teildigital, teilpräsent sein. Wir werden das wieder im gewohnten Rahmen, in dem gut kooperierenden Verfahren, in einer Arbeitsgruppe zwischen allen Hochschulen und dem Ministerium arbeiten, um Eckpunkte festzulegen, innerhalb derer dann die Hochschulen sich bewegen. Das wird eine herausfordernde Aufgabe. Aber all das, was ich schon wahrnehme, auch wirklich, wo ja viele mit doppeltem Boden, doppeltem Netz arbeiten in den Hochschulen, um für die Pandemie gerüstet zu sein. Herr Kollege Büger hat es, glaube ich, angesprochen. Es ist ja tatsächlich eine schwierige Situation mit großen Hörsälen, mit verschiedensten Personen, die sich entsprechend mischen. Also eine herausfordernde Situation. Die Hochschulen sind sich der Verantwortung für diese Pandemie bewusst und gleichzeitig der Herausforderungen. Insofern arbeiten wir sukzessive an Lösungen. Für uns ist am Ende Digitalisierung kein Selbstzweck. Es ist ein wertvoller Beitrag zur Öffnung der Hochschulen, der Demokratisierung der Hochschulen. Und ich denke, die Corona-Pandemie hat uns einiges gezeigt, was wir an Herausforderungen vor uns haben, aber auch eben, wie gut wir vorbereitet waren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit sind wir am Ende der Aussprache über den Tagesordnungspunkt 69 mit Tagesordnungspunkt 105. Mir wurde zugerufen, dass die Anträge in den WKA und mitberatend in den DDA gehen sollen. Alle sind einverstanden, dann machen wir das so.